hier ist die Powerbank von Mars Gaming. Ich würde sagen, wir gucken sie uns einfach mal zusammen an und machen ein kleines Unboxing daraus bzw. Testvideo. Bei den technischen Daten bzw. Features sehen wir, dass wir direkt 20.000 mAh haben und wir haben auch schnelles Laden. Dann haben wir noch einen Echtzeitmonitor vorne drauf, wo wir die Batterieladung noch anzeigen können. Dann sollen wir zweimal USB haben, USB Typ C und Lightning. Was sich natürlich erstmal richtig gut anhört, weil gerade für den Sommer ist so eine Powerbank gar nicht mal so schlecht und damit wir natürlich alle Geräte anschließen können, ist natürlich nochmal so ein Pluspunkt. Mitgeliefert wird ein ganz kurzes USB 3.0, so wie das hier aussieht, auf Typ C Kabel zum Laden von einem Gerät. Und wir haben hier noch eine kleine Anleitung dabei, wo dann auch tatsächlich alles draufsteht, wie man sie denn benutzt, für was denn die ganzen Ports überhaupt geeignet sind und was denn die Spannungen sind, die da rauskommen können. Was ich persönlich schon richtig gut finde. Bei den transparenten Looks sollte man schon darauf achten, dass sie relativ sauber ist. Ansonsten seht ihr, wie es bei mir hier, das sieht relativ zügig zustarrt. Man sieht sie auch am Display. Aber was auf jeden Fall ein bisschen nervig ist, das ist, dass hier quasi schon Dreck innen drin ist, wie ihr sehen könnt. Und das sollte meiner Meinung nach bei so einem transparenten Look nicht der Fall sein, weil das sieht doch tatsächlich nicht wirklich schön aus, wenn die außenrum relativ schnieke aussieht, auch mit der Elektronik hier und dann im Endeffekt hier so Dreck innen drin ist. Von der Verarbeitung her sieht es jetzt erstmal relativ gut aus. Auch von der Oberseite her kann ich jetzt nichts bemängeln, auch vom Display her sieht es relativ sauber aus. Auch auf der Rückseite mit dem Typ C bzw. mit dem Lightning-Anschluss. Das Display scheint auch einen guten Eindruck zu machen, wundert euch nicht, warum das so ein bisschen flackert. Es kommt einfach vom Handy bzw. durch die Aufnahme, weil hier bei mir flackert absolut nämlich gar nichts. Ich würde sagen, wir schließen jetzt einfach mal die Powerbank an mein S20 hier an, weil das kann ja super schnelles Laden und normales Laden. Also das sollte ohne Probleme dann eigentlich funktionieren. Und wir sehen, dass es funktioniert. Es ist Schnellladen. Zwar kein super schnelles Laden, aber Schnellladen ist trotzdem richtig nice. Wir sehen auch hier auf dem Display, dass es aktuell mit 1,9 Ampere geladen wird, mit 9,3 Volt. Und natürlich bekommen wir auch angezeigt, über was es geladen wird. Also es ist quasi PD. Also kann man schon mal sagen, dass das soweit schon mal gut funktioniert. Um das mal ein bisschen zu demonstrieren, was denn die Powerbank überhaupt alles kann, habe ich hier einfach gerade mal die Soundbar genommen von Mars Gaming. Die wird per USB oder per AUX angeschlossen. Die haben wir jetzt beide dran, genauso wie auch mein S20 hier direkt am Laden. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz den Soundcheck, damit ihr hören könnt, dass es auch ohne Probleme über die Powerbank hier funktioniert. Und ja, die ist tatsächlich darüber angeschlossen. Also man sieht, es funktioniert ohne Probleme. Die hat ja 10 Watt, die steht auf Maximum, ist gerade per Bluetooth hier verbunden. Wir können zum Beispiel auch lauter machen. Also das klappt alles wunderbar damit. Und das ist doch genau das, was wir haben wollen. Eine Powerbank, die funktioniert, wo wir alles anschließen können, was man wirklich auch braucht. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zu meinem Fazit bzw. zu der Bewertung von der Powerbank. Da hat sie mich positiv überrascht, auch wenn viele von euch da draußen jetzt irgendwelche negativen Sachen sagen werden oder generell irgendwie dagegen schießen, weil es hier Mars Gaming ist. Ja, man sollte sich immer selbst von den Sachen überzeugen. Außer es gibt explizite Tests dazu, die zum Beispiel zeigen, dass das wirklich total eine schlechte Qualität ist. Und deswegen habe ich gedacht, teste ich den ganzen Kram einfach selbst. Und da muss ich wie gesagt, wir haben eine super Verarbeitungsqualität, wir können mehrere Geräte gleichzeitig benutzen, wir haben ein schönes Display, ja, wir haben alle möglichen Anschlussarten, die es überhaupt gibt, wir haben einen relativ geringen Preis, wir haben 20.000 mAh, was will man denn eigentlich mehr? Bis auf das Aussehen hier neben an der Seite, wo ich gesagt habe, dass es mir ein bisschen nicht gefällt, weil halt einfach hier schon ein bisschen Dreck drunter ist oder die Beschädigung da ist, ist auf jeden Fall alles in dem Sinne positiv und kann man sich auf jeden Fall auch mal gönnen. Ansonsten schickt man das ganze Teil einfach wieder zurück, wenn man nicht zufrieden ist, wie bei den meisten anderen Produkten auch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen, damit ihr das nächste Mal nichts mehr verpasst, beziehungsweise für den Algorithmus und auch natürlich logischerweise in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr von der Powerbank haltet.